In der heutigen Folge sucht Simplex noch weiter nach dem Baum, während Recent Erz abbaut. Diese Folge ist immer noch von Livestream, deshalb haben wir noch nicht die beste Qualität, aber ich habe ja versprochen, dass wenn ein Livestream 50 Likes erhält, dass ich die Facecam einschalte. Die 50 Likes wurden während des Livestreams geknackt und deshalb habe ich in der heutigen Folge die Facecam aktiviert. Und ja, so, hey zusammen, hier ist wieder der Recent und der Simplex und heute geht's weiter mit der zweiten Folge des Terraria Let's Plays mit der Tremor Mod. Aber glaubst du, dass auf der linken Seite, nee, da wird nichts mehr sein, oder? Ich glaube nicht. Okay, warte, ich frag mal den Guy, was der so sagt, was ich aus dem Zeug herstellen kann. Invabar. Achso, nee. Die 50 Likes sind reicht. Oh, shit. Recent zeigt sich. Hallo. Hey zusammen, hier ist wieder der Recent. Und, jo, da bin ich. Facecam ist am Start. So, ja, das muss gehen. Okay, ich gehe mal zu dir. Da ist eh nur so ein knapper Eingang zu einer Höhle, oder? Also so ein leicht Untergrundding. Und hoffentlich ist da eine Höhle, dann können wir da mal reingehen. Und ja. Ich drücke mir ein bisschen Stein ab. So, der Guide hat gerade gesagt, dass man Bars, also so Metallbarren machen kann. Mhm. Aus einem bestimmten Zeug, was ich da mal gefunden habe. Was haltest du nicht davon, wenn ich schnell in eine andere Welt gehe, den Baum vielleicht finde, dort das crafte und dann wieder in diese Welt komme? Ich gehe jetzt alleine. So, ja. Und tschüss. Okay, gut. Mach das. So. Oh, ich habe ein Radar bekommen. In der Truhe. Ziemlich geil. Bau mal provisorisch hier was hin. Ah, oh, fuck, bin ich dumm. Zack, zack. Mal ein bisschen Zeug hier. Dann kann man hier mal ein bisschen Ausrüstung. Frag jemand, was ist das links unten, ne? Also wenn es ernst gemeint ist. Vorhin war das glaube ich noch so, oder? Ach so, ja. Balken war oder so. Ja genau, da habe ich zuerst nur den Rahmen aktiviert, damit die Spannung halt online bleibt. Also mit die Spannung damit halt bleibt. Die Spannung online bleibt, oder? Reason möchte das. Möchte, dass die Spannung online bleibt. So, jetzt müsste ich genug Stein für den Ofen haben. Dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Erz schmelzen. Aber bis du den Baum gefunden hast, haben wir wahrscheinlich so was Besseres. Kann es das sein, dass man für den Ofen Fackeln braucht? Leute, wisst ihr, wie man einen Ofen in Terrarien macht, Alter? Ohne Witz, ich verzweifle gerade. Ah, hier ist Ofen. Ja, man braucht Stein, einen. Oder? Holz, Fackeln und Stein. Ich bin gestorben. Alter, dieser Baum macht mich so fertig. Okay, gut, ich kann jetzt Invar-Bars machen. Aus dem alten Zeug, was ich gefunden habe. Ich kann Holzkohle machen, die ist auch in dem Mod dabei. Auf jeden Fall, wir haben jetzt Invar-Bars. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Was heißt Invar nochmal? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Ich kann die Holzkohle machen. Ich mach mal ein bisschen was davon. Okay, kann ich aus der Invar-Bars was machen? Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Metalle, dann können wir einen Ofen, also dann können wir Ambossen so machen und dann geht's hier weiter. Oh, ich habe einen Life-Crystal gefunden. Also ich sehe ihn gerade. Bei mir scheint es nicht richtig weiter zu gehen. Ich gehe mal in andere Höhle. Ey, ich habe ihn gefunden. Nee. Also. Doch, ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn, glaube ich. Warte. Hoffentlich hier unten. Nee, ihr wollt mich verarschen, oder? Hier ist keine Crafting-Dingens. Nee, aber. Weil er hier einfach abgeschnitten ist. Ich glaube, hier ist ein Fail passiert oder so. Oh, shit. So also eine Verarschung. Also, ich habe den Baum gefunden, aber der hat keine Crafting-Station, die eigentlich im Baum sein sollte. Also richtig belastend. Ah, ich habe so eine Zauberwaffe gefunden, aber die ist nicht so. Ah, doch, geht. Ich frage mich gerade, hier kann ich einen Amboss machen. Schauen, ob es neue Items gibt hier. Ah, okay, man kann das Invar, kann man so halt auch Zeug machen. Ich glaube, man kann Steinrüstung machen, weil die ist nicht so gut. Aber immer merkst du schon so ein paar neue Items von dem Mod. Ich frage mich gerade, man kann echt so bei Invar Sachen machen. Ich weiß nicht, ob ich das was machen soll, weil irgendwie lohnt sich das nicht richtig, glaube ich. Winepants! Yo! Man kann aus den Weinropes Rüstung machen. Alter, das. Nice. Ich baue jetzt richtig viel von dem ab. Schauen, ob ich mir so Weinklamotten machen kann. Das sieht bestimmt geil aus. Alter, ich habe noch einen Baum gefunden. Oh, nice. Okay, bitte, schon. Das ist gleich beim Spawn. Bitte. Alter, ich hoffe jetzt so, dass es einfach. So, jetzt kann ich es craften. Okay, so. Bitte. Geht's nach unten? Es geht nach unten. Ja, Mann. Ja. Ist es? Ich hab's gefunden. Ja, nice. Richtig geil. Used for special crafting, okay. Willst du das Zeug herbringen? Oder wie ist das du? Warte mal, ich platziere es mal ganz kurz. Und dann schauen wir mal. Ja, bauen. Slime Stuff und ja. Yo, Mann, nice, Mann. Nice. Okay, ich komme jetzt. Warte, ich nehme auch hier die
die ganze Kacke hier mit. Ach, geil, Alter. Okay, ich komm. Okay, geil. Sehr nice. Nice. Dann haben wir jetzt richtig, beide... Richtig, richtig geil. Wenn wir, also zusammen haben wir dann 6 Slimes, wenn wir beide die Rüstung und so haben. Hast du genug Jelly? 25 brauchen wir, oder? Genau, ja. Ja, habe ich. Okay, warte. Mein Team Blau? Ah, bist du, okay. Ich lauf einfach zu dir. Ich komm dir entgegen. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, hey, fein. Hey. Alter. Endlich. Willkommen zu Hause. Ich baue jetzt alles. Ah, hier der Slime-Staff. Oh, nice. Aber schau mal, die greifen schon mal ganz nice an. Siehst du? Ah, ja. Alter. Warte kurz. Eins. Okay, ich kann einen machen, weil ich gerade nur die Rüstung habe. Okay, warte. Was macht die Rüstung? Ja, ich glaube, ich muss jetzt schon die Rüstung machen, nachdem du so lange gesucht hast. Okay, jetzt kann ich noch mehr von denen beschweren. Richtig geil. Halt, wie sie rumspringen. Voll cool. Ja, aber für den Anfang sind die richtig stark. Also, wenn man jetzt ganz am Anfang wäre und den Baum gleich gefunden hätte. Alter, das war richtig geil gewesen, ja. Ja, es war jetzt ein bisschen unnötig, dass ich noch so lange gesucht habe. Ich wollte das unbedingt finden, Alter. Okay. Soll ich jetzt so einen Bogen machen, ja, oder? Kannst du es machen, ja. Warte, ich geb dir mal das. Alter, das ist ein Boom. Alter. Geil. Ja, ich hab den irgendwo gefunden. Was machen wir jetzt? Wollen wir runtergehen, oder? Ich weiß nicht, ob hier hinten eine Höhle ist, habe ich noch die weiter erkundet. Auf einer Seite geht es auf jeden Fall nicht weiter. Aber auf der anderen Seite könnte es vielleicht weitergehen. Da könnten wir in die Höhle reingehen. Und müssen was weiter forschen. Nee, ich glaube erstmal Höhle, oder? Warte, geh mal rein. Okay. Also die Gegend ist richtig nice, Alter. Ja. Um irgendwas bebauen. Wir starten jetzt mit unseren Slimes, oh, Alter. Ja, hier geht's zu deiner Höhle. Ja, okay. Aber auch dafür, okay, weiter. Ich sehe mal kurz, ob es hier weitergehen würde. Ja, dann komme ich eh zur gleichen Höhle, wie du jetzt gerade gehen würdest. Also keine interessante Höhle. Keine Ahnung, ich mag das irgendwie so nach rechts, links, dass wir hier irgendwie alles so Häuser bauen werden und so. Alter. Das könnte richtig cool aussehen, glaube ich. Ja, ganz cool. Oben können wir auch noch Sachen machen und so. Und unten, hier können wir dann unseren Elevator bauen. Nur von hier einfach, also startet es. Okay, gut. Ich baue die Ropes. Okay, gut. Okay, warte, bau Ropes. Oh, sorry. Bitte schön. Nein! Okay, warte. Ich baue Ropes. Nein! Ich freue mich auf die neuen Bosse und so. Alter, das wird nice, ja. So, es ist wieder Begrüßungszeit, nämlich wollen wir heute grüßen The Toxic Player, Noah, Gilly, Marcel, Buchsencrafter HDLP Zocker 3D, Tobi und Simplex seine Schildkröte. Hashtag Schild kommt zurück. Ist auf jeden Fall ein cooler Insider. Dieses Mal war die Facecam ja wegen dem Livestream. Aber soll ich das nächste Mal auch wieder Facecam machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war übrigens die letzte Folge aus dem Livestream und das nächste Mal wird es wieder ganz normal weitergehen. Also mit besserer Qualität, Sichtenwechsel und vielem mehr. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal.